Siro aus Solberg ist voller Schwung. Heute früh 7:45, sein erster Tag wieder in der Schule. Kurze Einweisung von der Lehrerin. Nachdem ihr euren Ranzen an euren Tisch gestellt habt, waschen wir wie immer erstmal alle Hände, okay? Dann ab nach oben. Abstand, desinfizieren und Hände waschen. Ab jetzt wieder jeden Tag Schule. Nach ein paar Minuten endlich im Unterricht sitzen, allerdings nur mit Maske. Siro freut sich trotzdem. Irgendwie ein bisschen komisch. Aber auch toll, weil ich ein paar meiner Freunde wiedersehen kann. Die meisten sind halt in der späten Gruppe. Eine frühe und eine späte Gruppe gibt es jetzt in der Klasse 3a. Wechselunterricht ganz anders. Hier in Friedrichsdorf-Solberg haben die Schüler ein Tagesmodell. Ein Konzept, das Eltern und Lehrer gemeinsam vorbereitet haben. 22 Schüler sind in Siros Klasse. Die eine Hälfte kommt am frühen Vormittag, die andere danach bis zum Mittag. Es ist eine klare Zeit. Sie wissen jeden Tag, wann sie dran sind. Sie gehen entweder früh oder spät. Sie können danach in die Betreuung gehen. Es ist auch für die Eltern leichter, sich dann auch mit dem Arbeitgeber vielleicht abzustimmen, wann sie wie arbeiten können. Alle 20 Minuten macht die Lehrerin die Fenster auf. Dann dürfen sie für kurze Zeit die Masken runterziehen. Jedes Kind bekommt so 15 Stunden Unterricht in der Schule pro Woche. Homeschooling im Lockdown fanden sie eher mittelprächtig. Der einzige Vorteil war, im Schlafanzug seine die Aufgaben zu machen. Okay, was ist denn daran so toll? Dass ich meine Freunde wiedersehe. Deswegen ist es gut und so, dass ich dann in der Schule bin. Und mein Bruder nervt mich nicht. Das Homeschooling hat vor allem der Lehrerin deutlich mehr Arbeit gemacht. Viel digitales Arbeiten braucht mehr Vorbereitung. Wird da am Ende nicht doch Wissen fehlen, weil zu Hause viel Ablenkung war? Also ich glaube, was da viel einfach gefehlt hat, sind einfach die Kontakte. Also ich glaube, das Arbeiten hat zu Hause auch ganz gut geklappt. Also ich habe ja jede Woche auch in die Hefte geguckt. Ich konnte gucken, wie es geklappt hat. Wir haben auch immer im Videocall noch mal besprochen, gibt es irgendwo noch Knackpunkte, wo ihr noch mal eine Frage habt. Ist alles klar gewesen? Siro und die frühe Gruppe desinfizieren am Ende noch die Tische für ihre Mitschüler aus der späten Gruppe. Gegen 11 ist Siro wieder zu Hause. Auch für seine Eltern eine Erleichterung nach 6 Wochen Homeschooling. Ja, das ist schwierig, weil wenn man 3 Kinder hat, der eine läuft nach rechts, der andere nach links, man holt wieder einen an den Tisch und dann ist der andere wieder weg. Also es ist schon manchmal schwierig, sie konzentriert am Arbeiten zu halten. Wir sind eben keine Lehrer, sagt er. Mathematik war nicht das Problem, aber oft andere Fächer. Das hat ihnen richtig Sorgen gemacht. Für mich ist es okay. Für meine Frau, die natürlich ist jetzt zwar schon 12 Jahre hier, aber die Sprache noch nicht 100%ig beherrscht, da fällt es dir dann schon schwer. In der Familie, sagen die beiden Eltern, ginge es ab jetzt, zumindest bis Mittag, hoffentlich entspannter zu.